eigentlich, wenn wir 3 Runden aushalten ohne Unfall, lassen wir das so lange laufen, bis wir entweder das Rennen beendet haben oder einen Unfall haben. Vor den 3 Runden einen Unfall, also in der ersten Kurve oder so, werde ich es wiederholen. Das Ganze maximal 3 Mal. Ansonsten wird das eine ziemlich kurze Folge. Da werde ich aber, falls wir jetzt 3 Mal nacheinander vor den ersten Runden einen Unfall haben, werden wir Guten Tag und das willkommen in Ganze Baku. Wenn Sie sich an zusammenhängen. 2017 zurückerinnern, fand hier eines der ereignisreichsten Rennen der modernen Formel-1-Geschichte statt. Mit Kontroversen und reichlich Theater rund um das Safety Car. Überholmanövern in letzter Sekunde und einem historischen Podiumsplatz für Williams und Lance Stroll. Finden wir also heraus, was uns dieses Jahr bevorsteht. Es ist Zeit für den großen Preis von Aserbaidschan. Der Baku City Circuit mit seinen 20 Kurven und einer Länge von 5,9 Kilometer im Herzen der Hauptstadt Aserbaidschans stellt Ausdauer, Geduld und Präzision eines jeden Fahrers auf die Probe. Zunächst warten in Sektor 1 90-Grad-Kurven. Dann geht es bergauf und es wird sehr, sehr eng, während die Autos durch die Altstadt fahren. Schließlich folgt noch eine 2,2 Kilometer Jagd mit Vollgas durch den Sektor 3 bis zur Ziellinie. Für das heutige Rennen darf ich an meiner Seite erneut Stefan Römer begrüßen. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Haas, Räikkönen, Sebastian Vettel, er hat eine Gridstrafe erhalten. Hat mich der Penner wirklich noch überholt im Qualifying? Verstappen, Hülkenberg und Romain Grosjean, Sainz Junior, Leclerc, Fernando Alonso und Stroll, Sirotkin, Ricardo, Brandon Hartley und Stoffel van Dorn. Gasly und Marcus Ericsson vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Gestern hast du im Qualifying besser abgeschnitten als erwartet. Das schaffen wir heute auch. Natürlich. Wie die blöd gucken. Okay, dieses Team-Check sehen gut aus. Wir müssen die Formation halten und damit anfangen, das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Lasst die Reifen und die Bremsen. Schließlich sollen sie am Ende der Runde warm sein. Stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Ja, Regen würde mir jetzt das Genick brechen, halt. Weil mit dem Setup, das ich gerade habe, muss ich keinen Regen fahren. Thank you.
Weißt du schon, wie dir das zu blöd ist, Alter, mit dem Formel-1-Auto 100 zu fahren? So. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Das hätte ich mit dem automatischen ERS-Einsatz nie geschafft. So ein schnelles Überholmanöver von zwei Autos gleich. Und nicht irgendwelche Autos, sondern gleich Mercedes. Bro, bist du heute eigentlich online? In Fortnite. Lass mal wieder mal Fortnite zocken, Alter. Wir haben schon ewig nicht mehr gezockt. Also Wikinger. Geh mir nicht auf den Sack mit der Strategie, Alter. Ich bin gerade zwei Runden gefahren. Was ist mit dir? Verstanden. Geht in Ordnung. Diese Runde geht's in die Box. Gib uns eine gute Inlap. Thank you.
Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Das war scheiße. Okay, dein Frontwinkel ist ziemlich das war schlecht. Die Leistung beeinflussen. Der beschädigte Frontwinkel wird die Performance beeinflussen. Da wollte ich zu viel. Keine Kurve mehr hin. Wie bitte? Die Verbindung bricht ab. Die Verbindung bricht ab. Halt's Maul, Alter. Das Rennen jetzt weggegeben. Nur deswegen. Das war einfach schlecht. Einfach schlecht. Das Rennen habe ich viel zu leichtsinnig hergeschenkt. Viel zu leichtsinnig. Schade, aber kann passieren. Thank you.
Aber jetzt heißt es einfach nur noch kämpfen. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Allzu weit bin ich ja Gott sei Dank nicht mehr vom Welt weg. Einsatz runterdrehen, gewinnen wir mehr Energie zurück.
2 Sekunden. Zum Vordermann beträgt 1,7 Sekunden. Gelbe Flagge. Räikkönen aus dem Rennen. Zwölfte. Kurzes Update. Nicht gerade ideal, aber momentan musst du dir keine Gedanken wegen der Abnutzung machen. Bin selber schuld. Mit dem dämlichen Fehler, den ich vorhin gemacht habe, selber schuld. Thank you.
paar drei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 7,1 Sekunden. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,5 Sekunden. Ja. Der Kampf war da, aber es hat nicht gereicht. Nichtsdestotrotz, ich bin selber schuld, dass ich das Rennen weggegeben habe. Aber mit 9. Platz nach 18 oder 19, was ich war zwischenzeitlich, kann ich dann doch noch mitleben. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Ich denke, dass das Resultat größtenteils dem Temperament geschuldet ist. Er hat es einfach geschafft, kühlen Kopf zu bewahren, als alle anderen die Fassung verloren haben und dadurch das Maximum aus dem Auto rausgeholt und die Strategie optimiert. Mehr oder weniger ohne Probleme. Hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier...